Tag. Prost. Hallo. Ja, servus. Prost. Juhu, weiter geht's. Ja. Was machen wir denn heute? Der Kartesampler dauert leider noch ein bisschen. Habe ich euch ja schon im Vorfeld gesagt. Der dauert leider noch fast eine Stunde. 51 Minuten. Aber wir haben natürlich noch so viele andere Sachen zu tun. Ja, vor allem der Michi. Der hat auch hier den Überblick über die Hühner verloren. Hier vorne ist übrigens eins frei. Ja, ja, hier ein Apartment wäre hier zu vergeben. Nee, beste Lage, hier mit Blick direkt in den Tod. Verbeugst du dich eigentlich vor den Viechern? Das sieht aus, als würdest du immer mich um dieses Kaktus und Diamant und mach daraus Emerald. Genau, ja, wir haben nämlich festgestellt, so ein, zwei Emeralds wären nicht schlecht und wir haben genau null. Und, aber es gibt ein Hühnchen und da sind wir nicht so weit entfernt davon. Das machen wir jetzt mal. Allerdings wollte ich hier Sachen reintun und habe gemerkt, es geht nicht mehr. Insofern, wir brauchen auf jeden Fall Discs. Und deswegen werde ich jetzt in der Folge mal ein paar, oder zumindest mal vielleicht eine 64K Storage Disc bauen, damit wir da ein bisschen Luft haben. Ja. Ich hatte es vorhin schon mal durchgerechnet. Wie viel brauchen wir? Hier eine, brauchen wir hier drei. 3x3, keine Ahnung. 27, oder? 27 vor den 1K. Okay. Ist ordentlich. Schauen wir mal. Vielleicht haut es ja 5K. 27! Es haut hin, Michi, ich glaube, die Folge ist, das wird eine kurze Folge, ich merke das schon. Okay. Dann erzähle ich ganz kurz in der Zwischenzeit, wie dieser Compactor jetzt hier hinten funktioniert für unsere automatischen, epischen Lootbags. Ne, legendäre machen wir sogar. Legendäre. Oh, Michi, Quartz Enriched Iron ist alle. Das kann doch nicht alles sein. Was? Davon waren gerade 500 Stacks drin. Wo? Nee, aber nicht im ME-System. Ja, aber hallo. Das Ding war komplett bis oben hin voll nur mit dem. Was fehlt denn dann da? Ja, okay, dann erzähl du mal weiter. Dann bin ich hier falsch abgebogen. In den ersten Kompakter kommen entweder Common, Uncommon oder Rares rein. Das ist auch das, was das Standard-Kropfzeug, was wir hier töten, was wir da looten. Mehr kommt eh nicht, höhere. Aus 4 Common kann man einen Uncommon machen, aus 4 Uncommon kann man einen Rare machen. Und wenn man hier einen Rare rausnimmt, kann man aus 4 Rare ein Epic, aus 4 Epics einen Legendary. Und genau das macht der Compactor oder der Compacting Drawer hier automatisch. Das heißt, ich habe dem hier einen Filter gesetzt, in dem er nur die Rares herausnimmt. Wenn wir das jetzt mal einschalten, dann müssten wir sehen, hat er die auch direkt die gesamten Rares rausgenommen. Und hat es geschafft, hat es nicht ganz geschafft. Noch nicht so ein Legendary, aber wir haben noch ein paar Rares hier in der Kiste. Die schalten jetzt mal kurz ein. So, die sind dann schon drin, sind direkt nach hinten weiter und wir haben unseren ersten Legendary. Den nehmen wir raus und setzen den hier in den Filter. Weil... Wir brauchen Speed-Upgrades, Michi, ich sehe das schon. Ja. Speed Upgrades? Ja, für den Solderer. Ah, ja. So, und das Legendary sollte jetzt unten auf mich warten, dass ich es direkt in Kisten packen kann. Oder in einen finalen Drawer, dass wir sehen können, das kommt da an. Ja, es hat für einen einzigen gereicht. Ja, bin ich doch schon richtig begeistert. Ja, hier dauert es gerade ein bisschen. Du musst ein bisschen überbrücken. Mach ich ein bisschen. Schauen wir mal in der Zwischenzeit bei den Hühnchen. Kaktus und Diamantchicken. Die beiden Eier interessieren uns gerade nicht so. Gut, dann schaue ich nach unten. Da sollte jetzt das Legendary hier unten in der Kiste hinten angekommen sein. Da ist es. Und da suchen wir uns jetzt eine schöne Stelle für. Komm hier, da passt das hin. Unser erster Legendary Lootback. Ah, ist das hübsch.
Das ist fein. So, was haben wir denn hier noch nicht aufgeräumt? Seared Bricks, da kommt zwar nicht mehr... Oh, Moment, Silikon. Da könnte jetzt ein bisschen was kommen. Silikon sollten wir auch direkt einsortieren. Das wollte der Chris nämlich die ganze Zeit haben. Silikon ist immer gut. Ah, meine Spitzhacke ist abgegradet, die übrigens immer noch aus Kupfer ist, Michi. Irgendwas ist da falsch. Darf ja nicht. Ja, wenn wir aufnehmen, darfst du. Ach, wenn ich ja aufnehmen darf. Ja. Oder wenn du eine Folge aufnimmst, darfst du auch. Hast du ja auch schon gemacht. Ja. Ja. So, mal gucken. Gut. Ich nehme das nächste Mal auf, der wird sich die Hütte nicht wiedererkennen. So. Das funktioniert? Ja, hier funktioniert alles jetzt. Also der Solderer packt jetzt hier auch. Nee. Ja, hier oben haben wir die Crates auch weggetan und durch Ender Chests ersetzt. Damit sparen wir uns unten ein Dutzend von Conduits. Und ja. Ah, ich weiß, was ich noch machen wollte. Da kommt mir nämlich gerade ein Schaf entgegen und Schafe geben Wolle. Und aus Wolle machen wir Elevators. Ah ja, stimmt. Ja, das wolltest du machen. Finde ich sehr gut. Basic Processor. So. Das Schöne ist mit dieser schicken Pouch, ich kann jederzeit meine Taschen leer machen. Das Zeug hier, das brauche ich alles gerade nicht. Es läuft zwar jetzt unten noch in die Kiste, aber irgendwann wird es hoffentlich direkt ins RF-System eingespeichert. Was so. RF? Oh ja. Ah ja. Also. Diesmal war ich also richtig. Nein, RS. Nein, du hast ja RF gesagt. Stimmt. Wir spielen dieses Spiel einfach schon zu lang. Ja. Definitiv. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr der Meinung seid, wir sollen irgendwas anderes zocken. Landwirtschaftssimulator oder so. Könnte was so werden. Hä? Ja, aber die aktuelle Version. Okay. So. Aber ich glaube... ich glaube, da würde ich einschlafen. Nein, so auf Dauer. Meinst du echt? Ja, doch. Ja, kann schon sein. Aber es gibt schon Leute, die haben da auch Spaß mit. Ja, ist ja auch okay. Nur stundenlang mit dem Mähdrescher und Automatikmodus gibt's natürlich nicht. Es ist halt, wie das halt so ist. Ja. So. Ja, hier dauert es jetzt leider echt ein bisschen. Ich muss jetzt echt mal gucken, hier Speed Upgrade. Wir brauchen Sugar, wir brauchen Redstone und wir brauchen Upgrade Part. 1, 2, 3, 4. Zucker haben wir doch bestimmt, beziehungsweise haben Sugar Canes doch. Habe ich das so hier im System schon gesehen, aber nur eins. Warum machen wir? So. Ich schaue jetzt mal nach der Wolle. Ach, hast du das einsortiert? Kann das sein? Was Sugar, denn? Sugar Canes. Sugar Canes sind einsortiert, ja. Brauchst du einen Stack? Ich bin gerade da. Ja, gerne. Ja, so viel brauche ich gar nicht, aber ein paar. Oh, gut. Okay. Sind drin. Wunderbar. So. Speed Upgrade. So, den ersten Elevator hätten wir, dummerweise. Müssen wir mal gucken, ob wir noch ein bisschen Wolle hier oben haben. Ansonsten müssen wir uns die aus Strings machen. Ja, String Chicken hatten wir doch hier auch. Ja, aber 21 Wolle reicht. Wo wollen wir denn rauf und runter? Ist eine Idee?
ja, irgendwie, weiß ich nicht, kann man ja auch nochmal umsetzen. Ja. Vielleicht, dass man direkt vor dem ME-System steht oder so. Also RS-System. Ja, das finde ich gut. Hier neben dem Buch, oder? Oder hier? Schau mal, nicht, dass wir hier. So, hier. So, ja, jetzt geht es nämlich auch hier viel schneller. Ich habe mal 4 Speed Upgrades gebaut. Für den. Für den Solderer, genau. Für den Solderer. So. So. Fahrstuhl läuft. Ja, ausgezeichnet. Ja, hier läuft auch alles. Bis die Disk fertig wird, befürchte allerdings, das dauert noch leider ein bisschen. Ja, wobei jetzt rennt es eigentlich ganz gut. Dann gehe ich nochmal kurz hoch. Ja, ich fliege nochmal. Komm, ein letztes Mal. Achso, du musst noch bauen, Sachen bauen, oder was? Ah, okay. Ja, also die Prozessoren gehen uns langsam aus. Aber jetzt wird es so langsam. Und importierst du die direkt? Ja, freilich. Hast du noch einen Importer gebaut? Nee. Schade. Ja, reicht für meine Sachen hier. Ja, aber der Importer, ich glaube, also für den Importer hätten wir sogar noch Ressourcen. Ja, du hast ja ein paar Prozessoren vorgefertigt. Enderperlen müssten hier auch wieder. Wir müssen jetzt echt die externe Storage anpassen. Und anbringen, besser gesagt. Importer. So, Cable? Cable ist drin. Ja, cool. Ziehen wir das übergangsweise noch so durch die Luft? So. Was für jetzt da? Improved Processor. Müssen wir auch noch welche bauen? Printed Improved Redstone Print Silicon. Hatte ich hier nicht noch eine Chest reingetan? So. Ja, der Aufzug ist aber sehr weit in der Luft jetzt irgendwie. Das ist ja. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Wie meinst du das? Naja, halt in der Luft. Das ist halt hier so, ja, mit unseren halben Blöcken Quatsch. Mhm. Ja, das werden wir korrigieren, sobald wir uns um Viecher und. Sehr gut, das wollte ich hören. Nicht mehr kümmern müssen. 64 Teile, wir brauchen 3 von den Dingern. 2? Dann fehlen uns eigentlich nur noch Improved Processors hier. Ja, das ist ja schon gut aus. Dann kriegen wir vielleicht wirklich noch hin. 13 Minuten, fast 14, Michi. Oje. Schnell. Wobei, nee, Quatsch, das haut nicht hin. Wir haben jetzt 3, dann brauchen wir. Oder? Haut das hin? Oh nee, das gibt's doch nicht. 64K Storage Part. Doch nicht. Ich hab die Disk. Ich hab die Disk. Du hast die Disk? Ja. Genau, bedeutet natürlich dann auch, dass wir so einen Dings hier, Disk Manipulator, dann irgendwann brauchen. Damit wir hier von den kleinen Disks das alles umziehen können irgendwann. Also jetzt haben wir eine 64K-Disk. Das heißt, oh, wir haben jetzt richtig viel Platz. Ja, sehr gut. Was machst denn du da unten, Michi? Pass voll auf, dein Jetpack ist fast leer. Kabel ziehen. Du holst das doch bestimmt. Verdammt! Fell of the World? Nee. Ach komm. Doch. Ja, Jetpack leer wahrscheinlich. Nee, 80%. Keine Ahnung. Hast du die falsche Taste gedrückt? Nee, ja, was kann man denn da falsche Taste drücken? Ich weiß das ja auch nicht. Ja, aber. Ja. Aber wenigstens hast du hier noch den Importer angeschlossen. Der war nämlich teuer. Wer weiß, was du sonst noch alles mit in den Tod gerissen hast. Aber. Willst du mein Jetpack haben? Willst du runterfliegen? Ha? Ich bin ja nicht so. Ich habe zurzeit auch nur noch 5 Frames. Ja, das ist natürlich ein bisschen wenig dann.
Das dann gebe ich dir mein Jetpack, glaube ich, nicht. bevor ich da auch untertauchen muss. Mensch, armer Michi. Vier Frames. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal Minecraft neu. Die Folge ist sowieso jetzt eigentlich rum. Ja, wir haben schon wieder 16 Minuten. Ich schaue nur ganz kurz nochmal hier in das Crafting hier von dem Card rein. 36. Ah, ja, vielleicht in der nächsten, aber wahrscheinlich nicht. Es schadet während dem Craften, sieht man gar nicht das Card, dass man sich hier noch ein bisschen anschaut. Ja, das wird schon. Ja, auf jeden Fall, der Michi startet jetzt mal Minecraft neu, dann kriegt er mein Jetpack, fliegt da runter, bringt mir hoffentlich mein Jetpack auch wieder mit und dann ist alles gut und dann bauen wir irgendwie anderen Schmarrn noch. Wir müssen ja noch Storage-Dinge hier bauen. Ich habe übrigens hier schon mal ein Kabel rübergelegt, ja, ohne zu sterben. Da unten ist auch ein, da ist irgendein Block. Ja. Genau, und dann können wir nämlich hier schön die externe Storage anbringen. Und dann haben wir endlich Zugriff auf diese ganzen Ressourcen hier und müssen nicht vor diesen blöden Kisten da jedes Mal stehen. Ja, gut wird das, Michi. Ich freue mich. Ne? Und dann, wir haben ja schon so ein bisschen, ich sag mal, von Folge zu Folge wird es hier ja weniger. Ne? Da wird mal hier so ein Block weggemacht, dann hier mal hier diese Barrels. Irgendwann sind die Öfen hier weg, da müssen wir nur aufpassen mit dem Hühnchen. Ja, das wäre mir wichtig. Das ist nämlich dieser Mistgockel von Folge was weiß ich was. Die Dinger gehen weg. Der Cobblestone-Generator geht nach unten, das Crafting-Zeug geht alles nach unten, da wird die schöne Crafting-Station, damit wir hier nicht jedes Mal manuell da in dem Alloy-Smelter rumtun. Und dann wird alles gut. Ja, nur das hier, Rain Shield, das bleibt, glaube ich, erhoben. Ich weiß gar nicht, ob das unten funktioniert. Ja, müssten wir auch mal ausprobieren. Das kann man in der nächsten Folge ja mal machen. Und dann haben wir hier ja noch, ich schau mal ganz kurz in die Kiste rein, so ganz kurz. Zack, ja, reicht schon. Aha, ganz kurz nur. Das machen wir dann auch demnächst. Ja, zumindest wenn hier der Karte-Sampler fertig ist. Hat er hier noch Kohle? Wird auch schon wieder weniger. Ja gut, dann, Michi, würde ich sagen. Ja. Bis die Tage. Bis die Tage. Servus, Jürgen von der Lippe. Servus. Ciao.